Liebe Zuschauer, ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von DSTV. Mein Name ist Emma Stapel und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Der Wahlerfolg der AfD bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am 13. März hat auch Sie, liebe Zuschauer, sehr bewegt. Viele von Ihnen haben uns deswegen angeschrieben und uns um eine Stellungnahme gebeten. Deswegen haben wir uns auf den Weg zur Klausurtagung des NPD-Präsidiums gemacht, um unter dem Motto nachgefragt einmal Antworten auf Ihre Fragen vom Parteivorsitzenden Frank Franz zu bekommen. Lieber Frank, gleich mehrere Zuschauer haben uns gefragt, wie die Wahlerfolge der AfD aus nationaler Perspektive zu bewerten sind. Welche Einschätzung gibt es dazu vom Parteivorsitzenden der NPD? Zunächst einmal muss man natürlich anerkennen, dass ein deutliches Signal in Richtung Berlin gesendet wurde, insbesondere an Angela Merkel und ihre Bundesregierung, das besagt, ein Weiter-so darf es nicht geben. Wir wollen keine offenen, sondern wir wollen sichere Grenzen. Eine Einwanderung unter dem Deckmantel der Asyl- und Flüchtlingspolitik darf es in Zukunft nicht mehr geben. Zum anderen müssen wir natürlich beobachten, ob die AfD den Erwartungen gerecht werden kann, die man in sie gesteckt hat. Wenn ich mir die Arbeit im Europaparlament auf Landesebene, aber auch in den Kommunalvertretungen anschaue, bin ich da ehrlich gesagt eher skeptisch. Man darf nicht vergessen, dass die Partei auch 3 Jahre nach ihrer Gründung noch immer kein eigenes Parteiprogramm hat. Der Parteivize Alexander Gauland spricht von einer Partei in Gärung und so bildet die AfD im Moment eine Art Projektionsfläche, in der sich unterschiedlichste Vorstellungen wiederfinden. Sie wird aber im Laufe ihrer Programmdebatte Farbe bekennen müssen und muss sagen, wohin die Reise mit der Alternative geht. Ich bin aber sicher, dass eine solche Debatte nicht ohne Reibungsverluste vonstatten geht, denn wenn man sich den Entwurf anschaut, der eher liberalwirtschaftlich, liberalkapitalistisch geprägt wird, dann wird es sicherlich noch Auseinandersetzungen zwischen den Ost- und den Westverbänden geben. Eine Zuschauerin aus Dessau hat in diesem Zusammenhang die Frage gestellt, wo die Unterschiede zwischen AfD und NPD liegen. In der Medienberichterstattung werde dies nicht immer deutlich. Die Frage wäre deutlich leichter zu beantworten, wenn die AfD denn ein Parteiprogramm hätte. Das soll aber erst in den nächsten Wochen beraten und verabschiedet werden. Ich will trotzdem versuchen, die Unterschiede an 3 markanten Beispielen deutlich zu machen. Zum Ersten sagt die NPD, dass Deutschland kein Einwanderungsland ist. Die AfD sagt in ihren sogenannten politischen Leitlinien, dass sie ein Einwanderungsgesetz nach kanadischem Vorbild will und dass sie Einwanderung, qualifizierte Einwanderung organisieren will. Wir als NPD sagen hingegen, dass wir Arbeitsplätze zunächst für Deutsche schaffen wollen. Ein weiterer gravierender Unterschied ist, dass die NPD als nationale Friedenspartei gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr ist und dass wir raus wollen aus dem US-geführten NATO-Militärbündnis. Die AfD spricht sich in ihrem vorliegenden Programmentwurf aber weiterhin für eine Westbindung aus und sie sagt im Entwurf wörtlich, in internationalen Bündnissen und Organisationen mitzuwirken, ist ein Grundpfeiler deutscher Außen- und Sicherheitspolitik. Das entspricht aber nicht unseren Vorstellungen von nationaler Souveränität. Und drittens, die NPD wendet sich strikt gegen jeden weiteren Sozialabbau. Im Programmentwurf der AfD fordert sie allen Ernstes die Privatisierung der Arbeitslosenversicherung und die Abschaffung der gesetzlichen Unfallversicherung für Arbeitnehmer. Das bedeutet die Aufgabe des Solidarprinzips an gleich 2 entscheidenden Stellen. Das ist für uns Nationaldemokraten unvorstellbar. Abschließend die Frage eines Zuschauers aus Ulm. Er fragt, ob die verstärkte Präsenz der AfD in den Parlamenten die NPD nicht mittelfristig überflüssig macht. Hier gibt es von mir natürlich ein klares Nein, ganz im Gegenteil. Wir haben eben gehört, dass die AfD in vielen Punkten noch nicht festgelegt ist und wir erst einmal abwarten müssen, ob sie den Erwartungen gerecht werden kann, die man in sie gesteckt hat. Und hier kommt insbesondere auch der Nationaldemokratischen Partei, der NPD, eine Art Kontrollfunktion zu. Wir werden kritisch beobachten, was die AfD in ihr Programm schreiben wird und was sie dann in der öffentlichen Debatte auch vertreten wird. Insbesondere was die Frage der nationalen Identität, aber auch die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit angeht, scheint die AfD in eine andere Richtung zu tendieren als die NPD. Und hier werden wir, glaube ich, in Zukunft auch wieder weiteres Potenzial für uns erschließen können, wenn nämlich Wähler, die bisher der AfD vertraut haben, feststellen,
dass die nationale Frage und die soziale Frage von der AfD nicht hinreichend beantwortet wird und diese Wähler dann weiter nach rechts, nämlich zur NPD, wandern werden. Wenn auch Sie Fragen an uns haben, die wir einmal öffentlich klären sollen, dann lassen Sie mir diese bitte zukommen, gerne auch über meine Facebook-Seite. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch weiterhin über Ihre Unterstützung, entweder mit einem Abo der Deutschen Stimme oder einer Spende an die am Ende eingeblendete Bankverbindung. Für heute sage ich auf Wiedersehen, machen Sie es gut, Ihre Emma Stapel.